Dann hoffen wir, dass es jetzt geht. Ja, wir sind drin. Juhu! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, ja, zu die Seenotretter. Ja, und bei mir ist der Pressesprecher von den Seenotrettern und zwar der Herr Bauer. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Bauer. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo. Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn das war nicht selbstverständlich und war ja auf dem letzten Drücker. War eine blöde, oder was, war eine Idee von mir, mal das Ganze ein bisschen anzugehen. Und meine Vögel im Hintergrund zwitschern schon wieder, ich hoffe, das stört nicht. Gut, wir starten mal rein. Bremen, das ist ja die Nordsee, gell? Wenn ich richtig liege, oder? Dann werden wir die Nordsee spielen. Bazi. Oder Herr Bauer? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, auf welcher Internetseite oder wo auch immer Sie Ach sich aufhalten. Ich so, sehe ja nichts, ne? ach so, ja, dann kriegen Sie das noch schnell von mir. Und zwar, das, ja, ich meine, die Damen da unten oder die Herren haben Ihnen schon die Seite gegeben. Twitch.tv/JohnMeyersLP. So, hier haben Sie jetzt einen Link von mir bekommen. Da draufklicken, dann landen Sie auf der Seite. So, und dort sehen Sie dann, wenn die Werbung vorbei ist, ein Bild von den zwei Schiffen. Herr Bauer ist jetzt etwas leiser, muss ich noch ein bisschen lauter machen. So. Ah, das Video wird jetzt geladen. Also Loading Video bekomme ich gerade als Anzeige. Es kann sich also nur noch um Sekunden handeln. Genau. Sobald Sie ein Bild sehen, sagen Sie Bescheid. Jetzt ist gerade noch Werbung, dauert noch 19 Sekunden und dann sollte das Ja, zu sehen sein. super. Gott sei Dank klappt das jetzt. Hoffe ich zumindest, dass Sie jetzt auch was sehen. Ein bisschen Druck gelegt, Genau, und bei aber dem, sobald Sie drin sind, beim Livestream, bitte auf den Lautsprechersymbol klicken, damit Sie den Sound nicht doppelt hören. jawohl. Weil der nämlich ca. 10 bis 15 Sekunden verzögert ist und wenn Sie sich dann nach 10 oder 15 Sekunden nochmal hören, dann werden Sie ein bisschen nach 10 Minuten konfus im Kopf. So, sehen Sie jetzt Bild? Nein, jetzt bekomme ich wieder den Moment. Dauert noch ein bisschen. Nochmal die Anzeige bekomme ich gerade. Ja, genau, die Mavi, die ist das größte Schiff. Kona, das habe ich auch schon gelernt in dem Game. Bei freier Genau, Fahrt, die bei Mavi freier ist das F größte Schiff. Genau, das machen wir trotzdem noch schnell etwas. Ich werde mal den. Ach, ich starte jetzt gleich mal erstmal rein. Damit die Musik schon mal aus ist. Und zwar hier und Alarm auf der Svenja. Das ist nämlich das mit dem Wetter. Wenn Sie was sehen, sagen Sie einfach Bescheid, wenn es bei Ihnen klappt. Moment, lädt schon wieder Video gehabt, ja? Mayday! 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 Kymo Svenja erbittet Hilfe! Hört mich jemand? Ja, ich höre Mayday! dich. Mayday! Mayday! Ich sehe was, ich Kymo sehe Svenja erbittet was. Hilfe! Cool. Mayday, hier spricht Hermann Marwede. Wir hören Sie, Svenja. Mayday, wir haben einen Brand im Achterschiff.
Es sieht echt übel aus. Wie groß ist die Besatzung? Wir sind insgesamt zu 11. Auf der Brücke sind wir gerade 6 Personen. Sehen Sie was, Herr Bauer? Wie groß ist der Brand? Jawohl, er ist riesig. Ja, das ganze Heck steht unter Rauch. Und wir machen uns hier echt Sorgen. Jetzt wird wohl gerade was geladen. Ja, genau. Das ist immer verzögert. Das kommt auch darauf an, was für Internetleitung Sie haben. Aber Sie fangen jetzt auch beim... Die Sprachqualität ist jetzt nicht mehr so gut bei Ihnen. Wie viel? Keine Ahnung. Wir sind die ganze Zeit mit Brandbekämpfung beschäftigt. Aber es wird schon gehen, hoffe ich mal. Meine WLAN-Verbindung ist auch ein bisschen schlechter geworden gerade. Ich muss mal meinen Rechner woanders hinstellen. Okay. Wir sind unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Brand und Schiff. Jetzt fahren wir los. Das wird kein leichter Einsatz. Genau, wir fahren los. Und jetzt gleich mal. Die erste Frage war schon mal, Marvede das größte Schiff. Stimmt ja soweit. Das habe ich ja mittlerweile schon gelernt. Was mich noch sehr interessieren würde, Herr Bauer, wie... Also wir oder ich weiß es, wenn ich so ein Schiff mal gesehen habe, haben die immer irgendwelche Namen gehabt von Männern. Aber hier schaut es jetzt so aus, wie wenn das von Frauen und hier ist es männliche Namen. Wie kommt es? Oder nach Die Namen haben, die Namen haben verschiedenen Ursprung. Zum einen sind es gegebenenfalls Förderer der Seenotretter. Die werden hier rein aus Spenden finanziert. Die gesagt haben, ich habe ein bisschen Geld über und möchte gerne, dass das Schiff so heißt wie ich. Oder es sind verdiente Seenotretter, die vielleicht beim Einsatz auf See geblieben sind, sprich gestorben sind. Oder es sind Städtenamen. Ach, Städtenamen gibt es dann auch. Ja, okay, das weiß ich ja. Also dann der Marvede, was war das dann? Wenn wir jetzt mal bei dem Schiff bleiben, was wir jetzt gerade fahren? Also die Marvede ist nach einem Förderer benannt. Ah, okay, gut. Also kann jeder sich eigentlich irgendwie bei euch verewigen. Dann wenn ist man die... das nötige Kleingeld hat, ja. Also ein Schiff quasi. Was kostet sowas wie die Marvede ungefähr? Das Schiff an sich, meinen Sie? Ja. Stillschweigen mit der Wert vereinbart, das ist ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ach, okay, gut. Ja, dann kann man nichts machen. Aber ungefähr schätzungsweise reichen da 2, 3, 4 Millionen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Du musst schon ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Genau, kann ich mir fast vorstellen. Und kann man vielleicht dazu was sagen, was die Instandkosten im Jahr so sind? Also wir brauchen insgesamt ungefähr 30 Millionen Euro für den ganzen laufenden Betrieb im Jahr. Das kann man auf die Einzelschiffe mal schwierig umrechnen. Das hängt auch mit der Einsatzhäufigkeit ab, je nachdem wie oft die draußen sind. Aber wir brauchen eben wie gesagt 30 Millionen Euro im Jahr und das rein durch Spenden. Also wir kriegen keinen Euro von staatlicher Seite. Also es wird nicht staatlich gefördert, so gesehen. Das ist ja, ja... Genau, es ist aus Privatinitiative entstanden. Wir sind ja 1865 gegründet, also jetzt werden wir bald 150 Jahre alt. Und seinerzeit hat man gesagt, wir versuchen das selbst zu finanzieren und dabei ist man geblieben, um auch unabhängig zu sein von politischen Verwirrnissen und auch politischen Einfluss. Und das hat sich bisher als sehr positiv herausgestellt. Ja gut, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil wenn man natürlich in irgendwie politischen Ding drin hängt, dann hat man wieder da so und so machen, das so und so machen und Verpflichtungen und. Und so ist man dann doch irgendwie selbstständig, das ist auch gut so. Genau, und vor allem muss man ja auch sehen, dass die Politik irgendwann sagt, ach, das wäre doch ziemlich viel Geld, das wir dafür ausgeben, wir können auch da und da sparen und wir versuchen eben das Bestmögliche für die Menschen zu machen, die wir retten können. Ja genau, und das ist meine nächste Frage, wie viel Einsätze, also wirklich... Jetzt einsetzen. Ich habe gelesen bei euch auf der Homepage, dass zum Beispiel die Marvede, ich glaube, jeden Tag auch täglich so eine Kontrollfahrt Kontrollfahrt eigentlich nur macht. Aber wie viele Einsätze fahrten die komplette Seenotretterflotte im Jahr? Also wir haben rund 2000 Einsätze pro Jahr, meistens etwas über 2000. Und davon sind natürlich viele Fahrten, die wir unternehmen, um Schlimmeres zu verhindern.
Und wirklich Menschen aus Seenot und Boden und Fahren befreien haben wir im vergangenen Jahr, 2013, etwas mehr als 700. Okay. Dazu kommen eben noch Kontrollfahrten, das sind ungefähr 3000 im Jahr, die unsere Besatzung unternehmen. Genau, also das ist natürlich auch wichtig, Kontrollfahrten und so. Jetzt, was mich natürlich unter gestern oder vorgestern, weil ich es beim Let's Play, wo ich gemacht habe, da habe ich gesagt, ja, da kann Hubschrauber drauf landen. Danach wurde ich gleich besseren belehrt, dass das nicht so ist auf dem Marvade, obwohl das Haar hinten drauf ist. Da denkt man ja dann natürlich Hubschrauberlandeplatz, aber ist doch nicht der Fall. Wie kommt dann im Notfall da die Leute dann drauf, wenn die mit dem Hubschrauber eingeflogen auf die Schiffe, also Notarzt und so weiter, falls er gebraucht wird? Also es ist ein sogenanntes Hubschrauber-Arbeitsdeck und auf der Marvel kann ein kleiner Hubschrauber durchaus landen. Und ansonsten wird es halt über so Winch-Ecks gemacht, also dass man Hubschrauber aus jemand abseilt auf die Schiffe. Okay. So, jetzt wird der Sturm hier immer schlimmer, merke ich. Die Seenotretter fahren ja bei jedem Wetter raus, wenn es sein muss, oder? Genau. Die fahren dann raus, wenn andere reinkommen, heißt es ja so schön. Ja. Und die Seenotretter fahren tatsächlich bei jedem Wetter raus. Die Vormänner, das ist der Begriff für Kapitän bei uns, entscheiden selbst vor Ort, ob sie rausfahren. Und bisher ist noch nicht vorgekommen, dass einer auf Helgoland versorgt wird. Danke. Gut, was passiert jetzt? NRCC Bremen, Verena ist zurück auf der Marvide. Und der Brand ist auch gelöscht. Svenja, wie ist die Lage bei Ihnen? Stabil, aber wir haben immer noch schwere Rauchentwicklung. Wir kümmern uns gerade um Ihre Männer. Melden Sie sich, wenn die Lage kritisch wird. Machen wir. Vielen Dank. So, die nächste Frage. Was für Ausbildung braucht man? Die Verletzten sind jetzt stabil. Aber die Lage wir haben, wir haben ja ungefähr 180 hauptamtliche Seenotretter und mehr als 800 freiwillige Seenotretter. Bei den hauptamtlichen Seenotrettern ist es so, dass man ein Patent braucht, also ein nautisches und ein technisches Patent, und man muss auch zur See gefahren sein. Also man muss quasi Seeerfahrung haben. Auf jeden Fall. Wir bilden halt selbst keine Seefahrer aus, sondern sind dann immer ausgebildet an der Hochschule, sind dann auch schon zur See gefahren. Und bei uns bekommt dann eben die spezielle Ausbildung, zusätzlich immer als Seenotretter tätig zu sein. Danke für die Meldung. Seid vorsichtig. Das Wetter verschlechtert sich weiter. Und bei den freiwilligen Seenotrettern ist es so, dass auch dort die Vormänner, also die Kapitäne, meistens oder in der Regel auch ein nautisches Patent haben, beziehungsweise, das heißt Matrosenbrief besitzen oder Fischer sind. Aber ansonsten ist bei den Freiwilligenrettern es auch möglich, als Schreiner, als Informatiker oder was auch immer mit dabei zu sein. Dann bekommt man eben auch eine spezielle Ausbildung. Wir kümmern uns um Schiffbrüchige und Brandherdbekämpfung. Danke für die Meldung. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Ausbildung oder wenn man jetzt das ehrenamtlich macht, dass die Ausbildung ja auch jetzt nicht einfach so von der Schulter zu klopfen ist, sondern dass die, man muss ja auch. Wird man da, wenn man freiwillig, also ehrenamtlicher ist, auch in so Situationen kommen, dass man vom Hubschrauber abgeseilt wird oder dass man einfach mit rausfährt? Oder sind es dann die, die was eigentlich an Land dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft? Nee, als freiwilliger Seenotretter ist man auch voll dabei. Also, wir haben auch eigene Simulatoren, die natürlich nicht so sind wie diese Spiele. Und dann gibt es eben auch ganz praktische Übungen, wie wir mit der Marine beispielsweise machen. Winch-Ex-Manöver, auch Mann über Bord-Manöver und andere Dinge. Und das ist schon eine gute Ausbildung. Wir haben eine Ausbildungsstation in Neustadt. Wir wissen nicht, ob das Schiff so für eine Überfahrt und dort werden eben auch in der Halle Übungen gemacht, draußen gefahren. Also es ist schon laufen, dass unsere Leute ausgebildet werden. Wir werden damit die Svenja immer wieder während der Überfahrt fühlen. Genau. So, jetzt müssen wir den die Svenja an Land bringen. Ich habe, also wie gesagt, ich wollte ja eigentlich da noch nachschauen. Ich habe die Seite gefunden und habe gesehen, dass ihr da ja wirklich saumäßig viele Boote habt. Auch im Moment Telefon ausschalten hier. So.
Was war da jetzt noch?